Wir müssen aber eigentlich immer noch ein paar Kalmas finden. Und das waren noch nicht alle, die wir hier noch finden können. Autsch. Aber wenigstens haben wir jetzt noch eine nahe Medaille bekommen. Auch nicht schlecht. So, aber das. Drückst du dich bitte oben? Bitte, danke. Und ja, wie ihr merkt, habe ich gerade keine Lust auf zu trainieren, deswegen gehe ich ein bisschen weiter und escape dauernd. Ich könnte natürlich auch für euch jetzt, wenn ich jetzt hier so nachbesprechen würde, könnte ich es natürlich auch. Ich muss halt Platz schaffen. Könnte ich halt auch jetzt vorspulen, aber egal. Wenn ich leiden muss, müsst ihr auch leiden. Da war das Tor, habe ich gesehen. Und ja. Oh, ich bin das Geld. You escaped. Was mir auch aufgefallen ist, in den letzten Parts, in den letzten 20 Parts, dass eigentlich immer weniger was geschrieben haben. Also, oder irgendwie was Lustiges geschrieben haben zu den Parts. Also, ansehen kann ich euch sowieso nicht zwingen, aber ich würde mich freuen, wenn ein paar Kommis kann ich dann schön beantworten. Deswegen habe ich jetzt auch gerade vorhin gefragt, welche Arimos ihr mögt. Jetzt will ich mal kurz. Oh Gott, ey, überall diese Viecher. Ah, super. Nee, warte, das können wir vielleicht noch gebrauchen. Das wäre noch halt noch eine Alternative hier. Toll. Das heißt, ich muss da zurück. Naja, ich muss da zurück und. Zack, aus. Oh ja, super, klar. Ganz viele Monster hier. Hab ich den nicht vorhin angegriffen? Okay. Aber. Na gut. Wenn es eben nicht geht, dann geht's eben nicht. Ich habe echt zu viele. Da müssen wir mal was rausschmeißen hier. Das geht einfach so nicht weiter. Brauchen wir eigentlich sowieso hier nicht, hier auf diesem Waldabschnitt. Klärbult, ja gut. Brauchen wir nicht. Was haben wir denn hier so viel? Ich weiß, dass es hier alles zusammenstaut, aber dennoch. Jetzt ist er weg. Nicht an. Nein. Bitte. Komm. Achso, der geht da hier hinten. Gut, komm ich da vorbei, ja. Na gut. Nimm mal mit. Battle with me. Why didn't you say that to begin with?
So. Wir werden sie natürlich kaputt machen. Okay. Oh Gott. Miau. Okay. Gut, dass wir so viel Bücher haben. Ich denke mal, dass sie kein Problem sein wird. Was er da kann. Das er kann keiner. Sie kann keine Heilung. Okay. Wir gehen jetzt auf die Feuerseite. Ah ja, klar. Ich habe letztens. Nee, heute war das sogar. Wie heißt der Laden? Woolworths oder so, wie der heißt, habe ich sozusagen Kuscheldecken gefunden. Dachte ich mir, okay, sind wir ja bei Charlie Brown. Ja, also die sind eigentlich total flauschig. Total ungewohnt. Ich habe mir aber nicht, ob ich eine kaufe, weil die kamen bis 10 Euro gekostet. Und für den Winter so eine flauschige Decke. Okay, ich hab eigentlich. Wo ist die eigentlich? Ich bin da, ich sehe es gerade nicht. Weil hier nämlich alles aus ist hier. Meine drei Glühbirnen sind alle aus oben. Total ätzend. Also nochmal angreifen hier. Ja, müsste ich mir morgen neue Glühbirnen kaufen. So, das war's eigentlich für sie. Jetzt werde ich nochmal die Mauer pushen hier. Und dann die ganzen anderen Seiten noch ein bisschen hoch pushen. Ich denke mal, dass wir sowieso nicht so viel. Oh, dass du mit einer Ding kaputt kriegst, ist interessant. Ich denke mal, dass wir sowieso nicht so viel Lebens-XP kriegen. Auch mal gespannt. Und Tamatosch hat gar keine Mana mehr. Aber egal. Braucht man sowieso nicht. Satz mit extra sauber nix. Oh, okay. Unser Tiki-Drech ist echt Bombe. Das war's. Indeed. Wir haben gewonnen. I guess that's it. Yay. Oh, 6000 geht da noch. Fünf Level noch bei den meisten. I won't forget that you defeated me. You may have been fighting only because it was work, but that's no excuse. Tja. Kann ich nichts für, das war ein Job. Ach, ich wollte doch links einsetzen. Die Mana heilen. Da kann ich gleich machen. Die Keyword dürfte ich auch haben. Wenn ich im nächsten. Ah, da ist das Tor. Das Tor.
Wenn wir da durch sind, werde ich mal kurz stoppen, die Aufnahme. Weil ich nämlich keine Lust habe, dass mir Camtasia irgendwie die Aufnahme zerschreddert oder so. Ich nehme jetzt hier gerade fast 50 Minuten auf, deswegen mache ich es dann lieber mal so auf. Die Sicherheit. Bin waiting, hat er gesagt. Hat er gesagt. Und zwei Kameras, das ist nicht schlecht. Wait. Alter, ich hab schon wieder das Dings nicht benutzt. Naja. Oh, Eliminator kannst du, okay. Dann gehen wir mit diesen Weg. Stehst du? Nee. So kann wenigstens dauernd trotzdem schon ein bisschen seine Mana hochpushen wieder. Können wir nämlich auch gleich angreifen mit voller Wucht. Mal gucken, ob das reicht. Ob meine Feuerseite ausreicht, um den jetzt instant kaputt zu hauen. Ich glaube nicht. Nee. Aber in der nächsten Runde. Wobei. Könnte auch nicht sein. Super. Das ist ja nix. Kann ich auch einen hier einen normalen Karma besiegen. Kommt genau dasselbe raus. Oh. Das nehme ich doch gerne. Ach, jetzt habe ich dran gedacht. So. Du hast jetzt wieder schön viel Mana. Du kriegst das natürlich auch, mein Lieblings. Karma gerade. Mein Tiki-Drech. Ja, da gehen wir noch nicht. Ich meine, dass ich hier hinten was vergessen habe, deswegen. Ja, genau. Da seht ihr es. Ups. Egal. Ich habe ja schon. Aber wenigstens können die ja nichts. Und ich kann meinen Twin kurz benutzen. Man muss alles positiv sehen. So, da ist noch ein Türchen. Dann habe ich auch einen Weihnachtskalender. Hast auch keine Zeit dafür, Mensch. Ich habe mir früher immer so einen normalen, stinknormalen Kalender gewünscht. Nein, es muss immer so ein Überraschungsei Playmobil-Kalender sein. Also, boah. Gut, ich habe früher viel mit Playmobil und Lego gezockt. Also gespielt. Mehr mit Lego als mit Playmobil, aber boah.
Ich wollte Schokolade haben. Ich wollte so einen Schokoladenkalender haben und nicht sowas. Natürlich habe ich mit, wie genau mein bester Freund damals, natürlich haben wir die Schokolade schon vorher aufgefressen. Also am 24. Dezember war meistens nie was drin. Ja, ich mache hier meine Aufnahme Stopp und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich weiß nicht, ob ich das dann hinterher schneiden muss. Mal gucken. Wenn nicht, sehen wir uns dann am nächsten Tag. Also bis dann. Tschüss.